Auch nach rund 70 Jahren sind die Gräueltaten der Nazis Thema an unseren Schulen, damit nie in Vergessenheit gerät, wozu Menschen fähig sind. Und so wurde auch an der Europaschule in Schwalmtal anlässlich des Holocaust-Gedenktages der Opfer des Rassenwahns gedacht. Denn hier in Schwalmtal gab es unter den Nazis die berüchtigte Anstalt Waldnilhorstadt mit der sogenannten Kinderfachabteilung. Hinter dieser zynischen Bezeichnung verbarg sich eine Einrichtung, in der geistig oder körperlich behinderte Kinder getötet wurden. Und eines dieser Kinder war Anneliese aus Düsseldorf. Das kleine Mädchen mit Down-Syndrom war in Waldnilhorstadt ums Leben gekommen. Fotos von Ali, so nannten ihre Eltern Anneliese. Die einzigen Andenken, die ihr jüngerer Bruder Dieter Banzerus noch hat. Er kann sich selbst nicht mehr an sie erinnern. Sie war 4 Jahre alt, als sie starb. Er weiß nur das, was seine Mutter ihm erzählt hat. Meine Schwester Anneliese muss wohl ein sehr liebenswertes Kind gewesen sein, die also nicht auffällig war. Sie konnte also laufen, sie konnte sich also selber beschäftigen. Und nach Aussagen meiner Mutter hat sie also mit mir, ich war ja damals 1,5 Jahre, viel gespielt und war also nicht aggressiv, sondern eben ein liebenswertes Kind. Und das hat also meine Mutter natürlich besonders getroffen. Denn Alis Unglück beginnt, als die Düsseldorfer Behörden fordern, dass das Mädchen mit Down-Syndrom in ein Heim soll. Sie kommt hier nach Schwalmtal in die Kinderfachabteilung Waldnilhorstadt. Wie heute klar ist, eine Tötungsanstalt des Nazi-Regimes für geistig behinderte Kinder. Alis Mutter ahnt das, besucht das Mädchen kurz nach ihrer Ankunft, will den zuständigen Arzt sprechen, der sie aber nicht einmal persönlich empfängt. Das Tragische an der Sache ist, dass ja wohl 3 Tage nach ihrem Besuch ist ja dann meine Schwester umgebracht worden. Wahrscheinlich, weil der Druck, den meine Mutter da gemacht hat, so groß war, dass die sich gesagt haben, wir müssen uns dieses Falles entledigen. Wir sorgen dafür, dass die Kleine also nicht mehr da ist. Heute erinnert ein Gedenkstein in Sichtweite der verfallenen Gebäude der ehemaligen Kinderfachabteilung an die 99 getöteten Opfer. Schüler der Europaschule aus Schwalmtal wollen nicht vergessen, was hier passiert ist. Wie jedes Jahr Ende Januar macht die 10. Klasse eine Gedenkfeier. Diesmal sind es Katrin und ihre Mitschüler. Sie erinnern an die Schicksale der Opfer, wie das von Ali. Das ist schon ziemlich krass, dass das hier passiert ist. Da merkt man auch, dass Geschichte halt vor der Tür stattfindet sozusagen. Dass das fast überall geschehen ist und halt nicht nur in den großen Städten. 1,5 Jahre existierte in Waldnilhorstadt die Tötungsanstalt. Wie viele der Kinder gezielt wie die kleine Ali mit Beruhigungsmitteln ermordet wurden und welche an den Folgen von Mangelernährung und fehlender Pflege starben, ist heute nur schwer nachzuvollziehen. Hobbyhistoriker Andreas Kienas hat es trotzdem versucht und nach 7 Jahren in den Archiven ein Buch über die Opfer und ihre Mörder geschrieben. Die Täter haben sich vielfach eingeredet, sie würden hier Wesen von ihren Leiden erlösen. Aber spätestens, wenn man in die Gesichter der Opfer blickt, hält diese abstrakte Denkweise nicht stand. Wie sehr der leitende Arzt der Kinderfachabteilung, Hermann Wesse, versucht hat, eine Distanz zu seinen Opfern aufzubauen, erkennt man daran, dass er bei den Diagnosen zu Anfang im Jahr 1942 noch schrieb, das Kind ist nicht bildungsfähig. Später verwendet er Begriffe, die abwertender waren. Zum Beispiel, das Kind ist nicht dressierfähig oder das Schlimmste, was ich gelesen habe, wie bei einem Hund, das Kind ist nicht abrichtfähig. Die behinderten Menschen wie Ali wurden nur nach ihrem Nutzen beurteilt. Ihre Mutter dagegen liebte sie so, wie sie war. Und so schrieb sie wenige Wochen bevor Ali nach Waldnil kam auf ein Foto. Lasset mich der letzten schönen Tage noch freuen. Ja, das Foto datiert April 1943. Und ich nehme an, aufgrund der Aufschrift auf der Rückseite, dass meine Mutter damals schon geahnt hat, dass das vielleicht das letzte Mal war, dass sie ihre Tochter dann eben hier zu Hause hatte. Richtig Abschied nehmen konnte sie nicht mehr. Wenige Wochen später war Ali tot. Ein Ort für die jüngere deutsche Geschichte.